Assalamu alaikum und marhaban. Ich hoffe, es geht euch allen super und ich freue mich, dass ihr wieder hier aufgemacht habt und euch Bilqalam anguckt. Und ebenso hoffe ich, dass ihr fleißig geübt habt, damit wir mit einer neuen Lektion anfangen können. Was wir letztens bekommen haben, muss ich glaube ich nicht wiederholen. Heute lernen wir Al-Ya, Al-Mamdude, also wo wir den Buchstaben davor verlängern. Wir fangen von rechts an, wie immer. Und bevor ihr euch die Wörter anhört, würde ich euch bitten, dass ihr jetzt hier Stopp macht und bevor ich es sage, dass ihr es selber liest und dann nachher korrigiert. Okay. Das erste Wort ist Nile. Nile. Okay. Und achtet bitte, dass ihr nicht Ö sagt. Nöle. Nile. I. Kide. Kide. Siede. Siede. Und Siede kommt von Säde. Nur, dass hier man nicht, also wenn man das in einem Satz machen würde, hinzufügen würde, dann wüsste man nicht, wer diese Person ist. Also, es wurde vermehrt. Siede. Qila, Qila, genauso hier, kommt von Qala, sagen, und Qila wurde gesagt. Qida, Qida, Risha, Risha, Bi'a, Bi'a, kommt von Ba'a, von verkaufen. Und hier ist genauso, wurde verkauft. Kiele, Kiele, Niebe, Niebe, Chiefe, Chiefe, Sira, Sira. Und zu dem Wort Chiefe, den gibt es im Koran. Und mal sehen, wer es findet oder wer mir sagen kann, wo es ist. Okay. Wir sind beim nächsten. Sira. Sira. Und achtet bitte auf den Ra. Nicht Ra. Die Deutschen sagen Ra. Weil, warum? Weil es nur ein R gibt und kein Ra gibt. Deswegen geht man auf Englisch und sagt Sira. Sira. Miele. Miele. Oh, und hier habe ich aus Versehen zweimal Miele geschrieben. Tut mir leid. Gie, Gie, Sa'i, Sa'i. Und achtet auf den Ein. Der muss richtig rauskommen. Ein. Und ich habe euch gesagt, wie man es Beispiel, also was für ein Beispiel man geben könnte für Ein, wie er rauskommt oder wann er rauskommt. Ra'i, Ra'i, Ali. Ali. Und hier achtet, dass Ain muss verlängert werden und Lam muss auch verlängert werden. Ali und nicht Ali. 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 Okay. Nadi. Nadi. Und hört euch das an, wenn man den Elif wegmachen würde. Nadi. 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 Aber es ist Nadi. Nadi. Nabi, Nabi, Kafi, Kafi, Wafi, Wafi, Rami, Rami, Raji, Raji, Radi, Radi. Und achtet auf den Dot, nicht dass er ein Dell wird. Shafi. Shafi, Safi, Safi, Shaqi, Shaqi, Sahi, Sahi und nicht Sahi, sondern Sahi, ganz normaler H, H. Waqi, Waqi, Mani, Mani, Rashi. Rashi, Qani,
Qani, Saqi, Saqi, Tabi'a, Tabi'a. Und achtet, dass hier nichts anderes verlängert außer dem B. Nicht Tabi'a, auch nicht Tabi'a, sondern Tabi'a, Tabi'a. Somit sind wir mit dieser Lektion auch fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls nicht, gebt mir ein paar Ideen, damit ich das mal ein bisschen verbessern kann und ihr danach mehr Spaß daran habt. Und vergisst mich nicht in eurem Dua. Assalamu alaikum. Ma assalama. Passt auf euch auf. صرنا بعون الله منهاجنا.